Freche Fragen an Pflegekräfte. Was würden Patienten über dich sagen? Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hoffe, dass sie mich freundlich finden und dass sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Ja. Ich glaube, dass ich im ersten Moment immer relativ streng rüberkomme, beziehungsweise immer sehr fokussiert auf die eigentliche Aufgabe, die ich habe, natürlich. Und aber dann im längeren Verlauf, weil wir weitaus mehr Kontakt als 10 Minuten haben und mehr Zeit miteinander verbringen, dann mitkriegen, dass natürlich die Heilung im Vordergrund bei mir steht. Und dann lasse ich natürlich auch mal ab und zu so emotionale Sachen an mich ran. Logisch. Aber ich glaube, dass sie vertrauensvoll mit mir umgehen können und auch wissen, dass ich nicht irgendwie was Schlechtes will, was in unserem Job in der Wundpflege immer ganz wichtig ist. Das Vertrauen ist sehr wichtig. Puh, gute Frage. Das würde ich tatsächlich sogar uhrzeitmäßig abhängig machen. Im Frühdienst wahrscheinlich mehr so ein bisschen muffelig, wahrscheinlich noch morgens. Aber ich denke mal, zur späteren Mittagszeit kann man dann schon so mehr zum freundlichen Pfleger tendieren. Also Selbsteinschätzung ist immer ganz schwierig bei mir. Aber so das, was die Patienten sagen, ist, dass ich sehr liebevoll bin und dass sie sich gefreut haben, dass sie meine Patienten waren und dass ich so bleiben soll, wie ich bin. Ich glaube, beim ersten Auftreten ein strenges Gesicht, weil ich mitunter wenig lache. Und viele sind erstmal irritiert aufgrund meiner Tätowierung und wissen eigentlich gar nicht, was ich kann. Und ich hatte mitunter auch schon Patienten, die gedacht haben, dass ich noch in der Ausbildung bin.